Die Aufzeichnung wurde gerade gestartet und ich würde sagen, wir fangen pünktlich an. Als allererstes vor dem herzlich willkommen ein Hinweis für diejenigen, die Zoom das erste Mal nutzen. Ich mache mich mal gerade groß, damit Sie mich auch sehen. Es gibt bei Zoom unterschiedliche Ansichtsmöglichkeiten, die je nach Gruppengröße auch Sinn machen. Und zwar möchte ich Ihnen das einfach auch gerade mal zeigen, ist das zwischen der Galerieansicht und der Sprecheransicht. Sie sehen jetzt gerade die Freigabe von meinem Desktop. Das ist die Sprecheransicht. Hier wird immer der oder diejenige gezeigt, die gerade am Reden ist. Alternativ gibt es die Galerieansicht. Da werden immer möglichst alle bis 49 Personen gleich groß gezeigt. Das macht relativ wenig Sinn in einer Diskussion, weil man dann auch nicht mehr wirklich so gut sieht, wer gerade am Reden ist. Von daher, oben rechts ist ein Button, da steht Sprecheransicht drauf. Dort können Sie wählen, dass Sie immer den oder diejenige sehen, die gerade am Reden ist. Ja, dann herzlich willkommen zum heutigen EduTalk. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann vom Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung im Zentrum Bildung der EKHM. Und heute habe ich hier zu Gast den Martin Bucher. Martin, sagst du erstmal Hallo, dass wir dich alle mal sehen? Hallo, guten Tag. Genau. Ja, danke, Martin. Und wir werden das jetzt erstmal so machen, dass ich jetzt erstmal alle stumm schalte, die Mikrofone deaktiviere, was einfach den Hintergrund hat, weil dann die ganzen Störgeräusche aus allen Kopfhörern auch draußen sind. Ihr habt aber die Möglichkeit, die Mikrofone auch selber wieder zu aktivieren, wenn wir nachher Fragen haben, um ins Gespräch dann auch so ein bisschen mit einzusteigen. Ansonsten, ich würde gerne jetzt für diese Veranstaltung das Veranstaltungs-Du verwenden. Das heißt, wenn Sie nachher gerne oder wenn ihr nachher gerne wieder ein Sie haben wollt, reicht eine formlose Anfrage, dann können wir da gerne wieder drauf übersteigen. Ansonsten haben wir im linken Bereich, da haben wir im Bereich von Zoom auch einen Chat. Das heißt, die oder diejenigen, die jetzt ja keine Mikrofon haben oder auch eine Frage haben, können ihre Fragen gerne im Chat auch schreiben. Ich werde diese Fragen dann an den Martin nachher weitergeben. Und genauso wird das Ganze hier auch über Facebook gerade live gestreamt. Das bedeutet, wenn hier die Facebook-Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen haben, einfach auch dort in den Chat reinschreiben und ich gebe mir Mühe, so parallel alle auch zu beantworten. Ja, Martin, du bist jetzt gerade weg. Ich sehe deine grüne Wand. Von daher rede ich noch so ein bisschen ums Thema rum. Es geht ja heute um die, genau, soziale Bindung, emotionale Bindung in der Kita, in den Kindergärten. Wir alle haben gerade eine sehr herausfordernde Phase durch Corona, dass eben sehr viele Angebote nicht stattfinden können. Und ja, ich erlebe selber viele Kitas, viele Schulen, die machen dann einfach zu und beschränken ihr Angebot auf Minimum, auf eine Notbetreuung. Und da bin ich auf den Martin gestoßen, der im Bereich der Medienpädagogik öfter mal oder wo der Name öfter auch mal fällt im Bereich digitale Kita. Und wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Und daher würde ich jetzt einfach mal gerne dir, Martin, das Wort geben. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist und wo du arbeitest. So, jetzt, ich hatte gerade eben noch ein kleines Anfängerproblem und zwar wurde mein Akkustand angezeigt und der war etwas niedrig. Jetzt muss ich noch ein schnelles Kabel legen, hat aber funktioniert. Also auch das passiert jemandem, der in einer Kita arbeitet, die sehr digital aufgestellt ist, so viel mit Medien zu tun hat. Genau, ich leite eine Kindertagesstätte. Bin aber auch Vater von drei Kindern im Alter von 4, 8 und 10 Jahre. Also bin auch, was das Thema Homeschooling oder Home-Kindergartening betrifft, voll involviert und auch da sehr betroffen. Unsere Kita liegt in Hüffelsheim, das liegt bei Bad Kreuznach. Wir haben 90 Plätze, 4 Gruppen.
und ja, noch jede Menge Mitarbeiter. Das ist so das Grobe. Ich mache vieles in dem Bereich Kita und digital, bin aber auch sehr naturverbunden und gehe gerne in die Natur raus und bin da sehr, sehr viel auch im Outdoor-Bereich unterwegs. Da passt ja im Prinzip schon ganz direkt die erste und derzeitig auch noch einzige Frage, die wir hier auch schon mal im Padlet haben. Ich lese einfach mal vor. Wie denken Sie, Emotionen digital zu vermitteln? Schließt sich Emotionalität und persönliche Zuwendung über digitale Medien nicht aus? Wie ist das mit der Einsamkeit vor dem Rechner, den virtuellen Freunden, die eben kein Ersatz für echte Freunde sind? Martin, wie verhält es sich, dass Medien in der Kita, also einmal im normalen Kita-Alltag, und dann haben wir natürlich noch Gelegenheit zu schauen, wie es jetzt gerade in der Corona-Zeit aussieht? Okay, das sind ja verschiedene Bausteine in dieser einen Frage auch drin. Das eine ist, das Digitale ist im Prinzip wirklich nur ergänzend zu dem, was sowieso da ist. Also es soll ja keine physischen Freundschaften ersetzen. Das muss man vornweg immer wieder sagen. Also es ist einfach nur ein Werkzeug. Das Digitale dient uns im Prinzip, das, was wir machen, noch ein Stück anders zu machen oder kreativer zu machen. Einfach nur als Unterstützung. Wie das mit den Emotionen ist, natürlich kann man jetzt sagen, eine Emotion, die man von Mensch zu Mensch direkt physisch nebeneinander hat, ist viel intensiver als eine andere. Aber ich behaupte mal, wenn ich jetzt in die Gehirnforschung reingehe, gibt es auch ganz gute Studien, wenn ich einen Film schaue und der lustig ist, also ich persönlich zum Beispiel schaue ganz gerne Bud Spencer-Filme und kann dort ganz viel lachen. Wenn ich meine Kinder nehme und die etwas Lustiges schauen, dann können die lachen. Wenn ich etwas schaue, was mir Angst macht, dann habe ich auch ein beklemmendes Gefühl. Und unser Gehirn kann am Anfang gar nicht unterscheiden, was digital und was analog ist, was real ist, was nicht real ist, sondern sieht etwas und versucht es irgendwie zu verarbeiten. Das ist so der ganz, ganz einfache Schritt in diesem Ding. Das andere ist, die Kinder können gerade in jungen Jahren nicht so abstrakt unterscheiden zwischen digital und analog, so wie wir das als Erwachsene machen. Das ist so ein Stück weit auch unser Erwachsenen-Pädagogen-Denken, sondern die Kinder sind im Prinzip in beiden Welten zu Hause. Wenn ich mich nehme, ich werde nächste Woche 40, ich bin zwar schon auch mit der Technik groß geworden, aber in einem ganz anderen Stil wie eben die Kinder heutzutage. Das heißt, heute werden ja auch schon die ersten Fotos aus der Kreissaal heraus mit dem Handy gemacht und weggeschickt. Die sind schon digital mit der Geburt. Und da kann man natürlich sagen, okay, Emotionen und digital, ist das was? Ja, das ist was. Wir unterhalten uns hier, wir machen Webinare, wir machen Zoom-Meetings und Jitsi-Meetings und wir schauen lustige Filme, wir schauen traurige Filme, die uns berühren. Wir lesen auch Bücher, die uns berühren, mal was Analoges. Wir schreiben uns ja auch Briefe, die auch Emotionen transportieren. Und da kann man dann auch sagen, okay, das ist auch eine analoge Geschichte. Aber wenn ich einen traurigen, berührenden Brief lese oder eine lustige Geschichte, dann macht es auch etwas mit mir. Okay, das stimmt natürlich. Das Digital ist dann erstmal nur ein Transportweg und kann man die Frage nach den medial verursachten Gefühlen dann eben stellen. Und da finde ich deinen Vergleich zu dem Buch eigentlich immer ganz gut, weil ich das als Medienpädagoge eher im schulischen Bereich dann auch sehr erlebt habe, dass dann Bücher immer sehr glorifiziert werden im Gegensatz zu Computerspielen und es da immer ein Entweder-Oder oder ein Gegeneinander gibt. Wie sieht denn generell bei euch außerhalb der Corona-Zeit ein Kita-Alltag aus, wo deine medialen oder digitalen Fähigkeiten mit reinkommen? Genau. Also was bei uns ist, wir machen natürlich, also ich wehre mich so ein Stück weit dagegen zu sagen, wir sind eine digitale Kita. Wir sind eine ganz normale Kita, die eben die digitalen Medien als Werkzeuge einsetzt. Was uns ausmacht, ist, dass wir diese Werkzeuge im Alltag einsetzen. Das heißt, wir arbeiten hier mit Tablets und setzen die täglich ein. Also dass die nicht in einer bestimmten Projektstunde drin sind und dass da eben eine Schwere reinkommt, so wie, ach, heute darf aber nur das Kind XY an das Tablet. Sondern bei uns ist es so, dass die Kinder wissen,
wenn Sie ein digitales Medium brauchen, um etwas kreativ zu gestalten, um ein Foto zu machen oder irgendwas aufzunehmen oder was zu bearbeiten, dann kommen die zu mir, holen sich eins, gehen wieder in die Gruppe, machen ihr Ding, legen es auf die Seite und dann liegt es dort bis zum Abend. Das heißt, die Kinder lernen bei uns im Prinzip in erster Linie Prävention, zu sagen, okay, wenn ich etwas brauche, dann hole ich es mir. Ich kann es aber auch wieder auf die Seite legen. Im Kontrast zu eventuell dem Bereich zu Hause, wo es hauptsächlich als Konsummedium auch genutzt wird. Ich sage jetzt mal hauptsächlich, es gibt auch natürlich auch Familien, die das anders machen, aber das ist so der Standard. Und wenn wir eben diesen Transfer schaffen, zu sagen, wir kriegen das hin, dass Kinder ein digitales Medium als Werkzeug sehen, als kreatives Tool für irgendetwas anders zu machen und andere Wege zu gehen, dann haben wir ja schon viel geschafft. Deswegen ist es bei uns eben auch so, dass die Kinder mit den Angeboten, die wir im Moment machen, gut zurechtkommen. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Okay. Und das ist jetzt so der normale Alltag. Wir haben jetzt ja als Titel der Veranstaltung, deswegen sind ja auch wohl die meisten auch hier diese emotionale Nähe. Also das, was jetzt gerade durch den fehlenden Kontakt durch Corona weggefallen ist, irgendeiner Form zu kompensieren oder neu zu definieren. Jetzt mal erzähl doch bitte einfach mal, wie seid ihr auf diese Idee gekommen und wo habt ihr konkret eure Verantwortung oder euren Auftrag gesehen? Ja, die Idee an sich lag schon lange Zeit einfach brav, so etwas anzubieten. Natürlich ist im normalen Kita-Alltag das nicht gegeben, dass man so Sachen macht, wie wir sie jetzt machen. Was wir natürlich machen, um ein Stück weit auszuholen, ist, dass die Kinder einen guten Umgang mit diesen Medien lernen und auch einen fachlichen Umgang lernen. Das heißt, sie wissen schon, wie auch eine Videokonferenz aussehen kann, auch schon im Kindergarten. Als dann eben klar wurde, okay, wir müssen jetzt schließen, wir sind 5 Wochen geschlossen und Notbetreuung und die Kinder sind von Freitag auf Montag jetzt einfach zu Hause, haben wir gesagt, okay, aber wir müssen die Kinder irgendwie erreichen. Also der Hintergrund ist ja auch der, und der ist ja bei allen gleich. Die Kinder sind zu Hause, wissen im ersten Moment auch gar nicht, wieso, weshalb sie jetzt 5 Wochen am Stück zu Hause sind. Das ist ja auch ein sehr abstrakter Begriff, Coronavirus. Sie sind auch nicht geplant zu Hause, wie es in den Sommerferien der Fall ist, dass eben auch Angebote stattfinden, wenn Urlaub stattfindet. Sie können nicht auf die Spielplätze gehen, sind in einer schwierigen Situation in der Regel zu Hause. Da ja auch die Eltern zu Hause sind, Homeoffice machen oder nicht wissen, wie das mit der Arbeit weitergeht. Also auch in einer sehr kritischen und schwierigen Situation. Und da war für uns natürlich als Pädagoge der Gedanke, wie können wir die Kinder erreichen? Wie können wir den Kindern gute Momente geben, Freude geben, den Kontakt zu uns aufrechterhalten? Also zweiter Hintergedanke war dann auch, was ist denn, wenn die Kinder wieder in die Kita kommen? Wie viel Eingewöhnungszeit brauchen die Kinder? Kennen die uns denn überhaupt noch? Und ich denke, wenn hier Kita-Pädagogen auch da sind, dann wissen die, wie das ist nach den Sommerferien. Dann hat man erstmal noch mal ein paar Tage, wo eine ganz einfache Zeit, also eine ganz lange Zeit einfach da ist für die Eingewöhnung der Kinder, die sowieso schon in der Kita sind. Jetzt haben wir 5 Wochen und länger und keinen Kontakt zu den Kindern. Also das ist ja noch mehr eingeschränkt als auch in den Sommerferien. Da war es für uns wichtig zu sagen, die Bindung muss einfach irgendwie aufrechterhalten werden. Die müssen uns sehen, die müssen uns hören, ich sage jetzt mal digital auch spüren können und auch Emotionen erfahren können. Da kommt jetzt auch schon die erste Frage in den Chat. Wie erreicht man, dass die Kinder die Tablets auch wieder weglegen und nicht zum Beispiel 4 Stunden am Stück damit hantieren? Okay, ich erkläre so ein Stück weit, wie das bei uns funktioniert. Die Frage kam bei uns, muss dazu sagen, wir arbeiten schon seit, ich glaube, 5 Jahren mit Tablets in der Kita. Die Frage hatten wir natürlich bei uns im Team auch gehabt, vor 5 Jahren zu sagen, okay, die werden den ganzen Tag dranhängen, wie können wir das einschränken? Das war über den Daumen gesagt 3 Wochen lang so, dass jedes Kind mal unbedingt ein Tablet haben wollte. Und dann war das einfach Normalität, weil wir es zugänglich gemacht haben und gesagt haben, okay, ihr könnt dort mit eben nicht spielen, sondern ihr könnt es als Werkzeug benutzen. Wir zeigen euch, wie es geht, als Hilfsmittel.
Und dann hat es den Reiz verloren. Genauso wie wenn wir ein neues Rädchen für den Hof holen, dann haben wir ein Rädchen für den Hof und 90 Kinder wollen mit dem Rädchen fahren. Bis im Prinzip jeder mal gefahren ist und das Ganze diesen Reiz des Neuen verloren hat. Das ist so ein Stück Alltagsgeschichte eben bei uns in der Kita, aber das wird sich verlieren. Das sind die ganz normalen Gedanken, die man hat, aber die Erfahrung aus vielen Kitas, die ich jetzt begleiten dürfte, ist, die ersten 3 Wochen muss man aushalten, dass jeder dran möchte, weil es ein neues Gerät ist, aber auch das wird von uns Pädagogen oft überschätzt, weil die Kinder das ganze Jahr kennen. Sie sind ja schon gewohnt, dass es solche Geräte gibt, allein schon durch Handys von Vater und Mutter. Die anschließende Frage ist, ab welcher Altersstufe werden die Tablets eingesetzt? Und dann wollen wir natürlich auch danach mal einen Blick werfen, was aktuell so der Arbeitsalltag von euch ist. Also erstmal die Altersstufe. Ab wann dürfen die Kinder ran? Okay, wir haben keine feste Altersstufe. Das heißt, wir nutzen die im Prinzip in jedem Alter. Wir haben auch keine feste Zeit. Falls diese Frage auch noch auftauchen sollte, keine feste Zeit der Nutzung. Ich rate auch Eltern, wenn sie mich fragen, das kommt drauf an, was die Kinder eben machen. Also natürlich werden Kinder bei uns in der Krippe, wenn die ein Jahr alt sind, nicht vor das Tablet gesetzt und wir machen hier Disney Channel an und lassen die dann eben eine Stunde schauen, sondern wir arbeiten dann was Pädagogisches. Aber auch hier kann man zum Beispiel das Tablet als Spiegel benutzen, kann es aufzeichnen und kann es dann eben auch als Dokumentationsmedium benutzen. Das ist ja so ein Ausflug in unsere alltägliche Geschichte. Was Kinder, also Kinder mit 2,5 und 3 Jahren können dann schon richtig gute und produktive Sachen machen. Meine Tochter ist 4 und die kann zum Beispiel schon im Kino und ganz tolle Sachen machen, also so ein Präsentationsprogramm eben, wo ich manchmal schon überlegt habe, wie das funktioniert. Das ist wirklich machbar. Man muss den Kindern eben zeigen, wie das auch funktioniert. Das Thema mit der Zeit hatte ich noch angesprochen, weil das bestimmt auch so eine Frage ist, die gerne kommt. Das kommt darauf an, was man eben macht. Wenn die Kinder bei uns zum Beispiel einen Stop-Motion-Film drehen und ich sage, das ist nach 10 Minuten, ist die Zeit abgelaufen. Die sind aber mittendrin, was zu machen, was Kreatives zu machen, was zu entdecken, was zu tüfteln, miteinander kooperieren, wenn sie zu dritt, zu viert einen Film drehen. Dann glaube ich, wäre das nicht sehr pädagogisch zu sagen, okay, die Zeit ist abgelaufen, ihr müsst jetzt aufhören, sondern dann sagst du, okay, wie viel Zeit braucht ihr denn noch? Was glaubt ihr denn, was dann noch so an eurem Film fehlt? Und wenn sie dann wieder in den Dialog miteinander gehen, dann haben wir ein Medium, das sogar die Sprache fördert, das das Miteinander fördert und nicht mehr für das ganz Verteufelnde steht, was wir oft sonst so hören. Okay, es sind noch ein paar Fragen da, die sammle ich natürlich alles, geht nichts verloren. Wir wollen jetzt aber gerne mal gucken, wie sieht denn jetzt im Moment während der Corona-Schließung euer Arbeitsalltag aus? Was für Angebote habt ihr? Und vor allen Dingen, ich beharre ja noch so ein bisschen auf den Titel, wie werden hier emotionale Bindungen vor allen Dingen auch hergestellt oder wie nutzt ihr diese? Okay. Vielleicht können wir ja vorneweg noch sagen, du kannst ja auch in den Chat nachher noch meine Kontaktdaten reinschreiben. Genau. Und dann kann man, denke ich, auch Fragen nochmal auf einer anderen Ebene klären, wenn jetzt noch mehr kommt. Das, was wir jetzt machen, also was uns dann in den Gedanken kam, ist, wie können wir die Kinder erreichen? Wir haben dann gesagt, okay, wir haben die technischen Möglichkeiten hier vor Ort, wir nutzen sie jetzt einfach. Und haben, also es gibt verschiedene Bausteine, im ersten Schritt gesagt, wir wollen ein Angebot schaffen für die Kinder, das orts- und zeitunabhängig ist. Das kamen wir eben drauf, wir kreieren Filme für die Kinder von uns mit pädagogischem Inhalt und die Kinder können sich das dann auf irgendeinem Endgerät, wenn ich die Statistiken schaue, sind das ganz viele Endgeräte über Smartphone, Tablet, PC, Spielekonsole, ist alles dabei, können sich diese Inhalte anschauen und können dann eben den Kontakt zu uns halten, indem sie uns sehen, indem sie uns hören, indem sie die Bindung auch wieder herstellen und sagen, okay, die kenne ich, das ist doch hier meine Erzieherin, die habe ich gesehen, wir gehen nicht ganz verloren. Diese Angebote, diese Mini-Clips, also wir haben die meisten auch so um die 3 Minuten maximal gehalten, um eben die Spanne nicht zu lang zu machen, haben wir dann auf YouTube hochgeladen und haben dort einen Kanal erstellt. Den kann man kindgerecht erstellen. Man kann auch auf YouTube Inhalte einstellen, die nicht öffentlich sind. Wir haben das für uns als öffentlich entschieden, weil wir auch gesagt haben, wir wollen
wollen damit aufzeigen, was möglich ist, was machbar ist, wo auch andere Kitas sich vielleicht informieren können. Diese Inhalte sind dann für die Kinder zeit- und ortsunabhängig abrufbar. Wir laden jeden Tag 1 bis 2 Videos hoch, die haben wir dann im Vorfeld erstellt. Wir haben in der Zeitraum Freitag bis Montag hatten wir schon 30 Videos erstellt über das Wochenende, wo das Team sehr aktiv war. Und wir konnten im Prinzip dann direkt am Wochenbeginn anfangen, Videos dann eben einzustellen. Kannst du uns da mal was zeigen? Bestimmt. Da müsste ich aber jetzt wahrscheinlich hier drauf rumtüfteln auf meinem iPad. Gut. Ansonsten kannst du noch kurz den... Auf YouTube hat, sagtest du, ne? Ja, genau. Also wer YouTube anmacht, geht einfach oben in die Suchleiste, gibt Kita Zauberwind ein. Und genau, hier wunderbar im Bildschirm zu sehen, Zauberwind Tüffelsheim. Ist das der hier? Hier ist unser Kanal, genau, perfekt. Und hier gibt es dann eben die verschiedensten Videos. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz rechts Kita Zauberwind Rehe in der Natur. Das ist ein schöner Film, der gerade neu rausgegangen ist. Der geht ein bisschen länger. Aber der ist im Prinzip mit unserer Naturpädagogin gemacht, die auch rausgeht und mit dem Förster zusammen das Thema Rehe bearbeitet. Unser Therapiehund ist hier mit dabei. Und da geht es halt eben darum, dass die Kinder uns hören und sehen und eben sehen, okay, wir sind für sie da. Okay. Das ist so der erste Schritt. Wir haben, um mal so ein paar Zahlen eben nochmal rauszuhauen, bei diesem Kanal jetzt sind wir bei 265 Abonnenten und haben über 26.000 Aufrufe in den letzten 5 Wochen. Das ist bei 90 Kindern in der Kita, denke ich, schon eine ganz gute Geschichte. Gibt es hier noch eins, was sich jetzt mal lohnt, mal reinzuschauen? Gehen wir auf alle Videos. Und jetzt gehst du mal ganz runter. Genau, runter, runter, ganz runter. Und dann müsste... Warte. Wo haben wir denn noch weiter runter? Nee, geht nicht. Ah, geht nicht runter. Bewegungslieder zum Beispiel ist ganz nett. Oder Kita Zauberwind spielt Verstecken. Aber Bewegungslieder ist auch eine ganz schöne Geschichte. Oh, ein bisschen hoch. Hoch, hoch. Ja, stopp, rechts. Bewegungslieder. Ja. Mal gerade. Genau. Das Schöne hier ist jetzt, das Schöne an diesen Videos ist eben, dass die Kinder, also auch meine Tochter, die auch bei mir in der Kita ist, die sitzen vor dem Gerät, was auch immer, und machen das eben mit zu Hause. Das heißt, meine Tochter ist dann aufgesprungen und hat gesagt, oh, da, die kenne ich doch, die Petra, und ich möchte gerne mitmachen. Dann haben wir den Tisch auf die Seite geschoben und sie hat eben das Bewegungslied da mitgemacht. Wir haben ein Video gemacht, wo wir Erzieher aus der Kita Verstecken spielen auf unserem Gelände in der Kita und haben das als Mitmachvideo generiert. Helft mir doch mal suchen, wo haben sich denn die ganzen Erzieher versteckt? Ich muss mal schauen. Und die Kinder sitzen eben vor dem Gerät und machen das mit und helfen und rufen dann ganz laut, du musst aber schauen und schau mal hier und oh, das ist falsch. Und so stellen wir im Prinzip digital eine Interaktion her, die Kinder mit uns über ein Videomedium, das noch nicht mal live ist. Und es funktioniert. Und es funktioniert so gut. Wir haben in den ersten Tagen so tolle Rückmeldungen auch von den Eltern erhalten, die das auch nicht für möglich gehalten haben, dass eben sowas so gut funktioniert, dass die Kinder eben da so sehr sich emotional drauf einlassen und so freudig auch mitmachen. Also gerade auch was die Bewegungsgeschichten angeht. Okay. Habt ihr denn bei euch in der Kita, ich sag mal, immer noch so einen festen Ablauf oder ist es im Prinzip den Kids überlassen, wann die sich mit was beschäftigen?
Ja, beides. Das heißt, wir haben ja zwei Angebote. Das eine war eben dieses unabhängig von der Kita-Angebot. Und das andere ist, um den Kindern eben zu Hause auch ein Stück weit Struktur zu geben und auch ein Stück weit Live-Feedback zu geben, so gut wie es geht. Ich meine, wir machen jetzt auch ein Video-Meeting. Das ist natürlich begrenzt, deswegen ist es kein Ersatz für die normale Kita. Also es wird auch keine Webinar-Kita geben an sich, sondern die Kita wird ja auch bleiben. Wir haben natürlich angefangen, dann zeitgleich auch Live-Morgenkreis-Sessions zu machen. Das heißt, wir haben jetzt auch hier Zoom genommen, haben das alles gesichert mit Passwörtern und so, dass alles auch seine Richtigkeit hat. Und haben hier morgens viermal am Tag Morgenkreisangebot für jede Gruppe einmal, eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo die Kinder sich eingeloggt haben und haben eben dann teilgenommen, haben eine Begrüßungsrunde gemacht, haben Fingerspiele gemacht, haben Lieder gesungen, haben sich dann wieder ausgeloggt. Dann kam die nächste Gruppe zu einer anderen Uhrzeit, hat sich eingeloggt und haben dann mit ihren Erziehern den Morgenkreis digital gestaltet. Das bieten wir im Moment noch viermal, im Moment zweimal am Tag an, weil wir eben auch ein Stück weit mehr Kinder haben und das Personal erziehen müssen. Aber wir haben hier Raten von über 60 Kindern, die sich da täglich dazu schalten. Okay, wir machen jetzt hier mal gerade kurz den Break und es haben sich einige Fragen mal angesammelt. Zum einen ist die Frage nach dem Milieu deiner Kita, ist das eher homogen oder gemischt? Vielleicht kannst du dazu gerade mal zwei, drei Sätze erzählen. Also im Prinzip ist es bunt gemischt. Ja, es ist kein sozialer Brennpunkt, aber wir haben im Prinzip eine bunte Mischung aus allem. Okay, dann kommt die Frage, wie stehen Sie dazu, dass Hirnforscher sagen, dass vermehrtes digitales Arbeiten die Gehirne verändert? Ja, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Studien. Also ich glaube, wir müssen da immer so ein bisschen aufpassen, was wer mit welcher Absicht veröffentlicht. Ich bin da immer vorsichtig mit solchen Geschichten. Die Frage ist natürlich auch, in welcher Zeit reden wir hier auch? Ist es denn, wenn jemand 4 Stunden am Tag etwas konsumiert, ist das dann schon grenzwertig? Oder reden wir hier von der Viertelstunde Morgenkreis und vielleicht noch 10 Minuten Video schauen? Ich glaube, da schauen wir Erwachsenen öfter auf unser Handy und haben mehr Konsum. Auch wir Pädagogen, also da muss man immer ein bisschen kritisch den Finger in die Wunde legen. Es gibt da verschiedene Aussagen. Es gibt natürlich auch, wir könnten es deswegen mit Studien auch bewerfen, genauso viele Studien, die sagen, Videospiele fördern die Empathie. Da kann man auch gern drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Von daher wird sich unser Gehirn definitiv irgendwie verändern. Aber die Frage ist ja, wird es sich gut oder schlecht verändern? Und die Frage ist, konsumiere ich etwas oder produziere und gestalte ich kreativ etwas? Ich glaube, das sind auch nochmal verschiedene Bausteine, die man beachten muss. Deswegen, wie ich eben gesagt habe, ist immer die Frage, wer veröffentlicht etwas, mit welchem Hintergrund, wer wird von wem eben auch ein Stück weit finanziert, um etwas zu veröffentlichen und mit welchem Sinn möchte etwas veröffentlicht werden. Ja. Okay, danke schön. Jetzt und aus welchem Jahr ist die Veröffentlichung? Ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle, wenn man mit manchen spricht, muss sich anschauen, okay, welchem Jahr wurde etwas veröffentlicht. Eine Frage, die auch beim Homeschooling immer wieder gefragt wird, die gestellt wird, die aber auch sehr wichtig ist. Wie viel Prozent nehmen teil und gibt es Lösungen für finanziell schwache Familien? Da muss man einen Unterschied machen zwischen Kindergarten und Schule. Also mit der Schulpflicht und mit auch wirklich einem ganz anderen Bildungsauftrag. Also erstmal, Eltern aus der Kita werden definitiv nicht finanziell unterstützt. Also zumindest nicht so, wie ich das jetzt wüsste, dass die eben sich da was anschaffen können. Weil es eben, glaube ich, auch eben die Schulpflicht und die Pflicht mit der Bildung danach gibt. Bis jetzt konnten fast alle teilnehmen. Wie gesagt, dadurch, dass bei uns alle Eltern irgendwie einen Zugang über
Handy oder Tablet oder Spielekonsole haben. Es ist machbar. Wir werden wahrscheinlich nie alle super erreichen. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich habe auch schon mal in einem anderen Webinar gesagt, wenn wir es damit versuchen, das wäre so mein Schlussplädoyer eigentlich, irgendwie die Kinder zu erreichen, dann erreichen wir definitiv weniger als die drei, die wir jetzt vielleicht nicht erreichen. Und ich glaube, da sollte der Fokus von uns Pädagogen einfach drauf liegen, zu sagen, okay, wir erreichen wenigstens so viele wie möglich. Das wäre sowas, ja, man wird auch, wenn ich einen physischen Kontakt habe, also wenn alle Kinder in der Kita sind, alle Kinder in der Klasse sind, werde ich auch in der Klasse oder in der Kita nicht immer alle Kinder perfekt erreichen oder perfekt fördern können. Das ist ja auch ein Stück weit was, was nicht real ist. Und genauso ist es hier auch. Aber wir tun unser Bestes, um eben alle irgendwie erreichen zu können. Steht ihr da in Kontakt auch mit den Eltern? Habt ihr da irgendwie auch mal Absprachen getroffen? Also das, was ich gesehen habe, ist ja jetzt relativ barrierearm. Man braucht ein Smartphone, um sich das anzugucken. Ja. Kann man eigentlich schon davon ausgehen. Findet da der Austausch mit den Eltern statt? Genau, der Austausch mit den Eltern findet statt. Der findet auch per E-Mail statt in der Regel. Das ist so das einfachste Medium. Ein Punkt war eben dann auch noch in unseren Planungen, es muss nicht nur täglich vielleicht sein, es muss ortsunabhängig sein und kurz sein, sondern es muss auch niedrigschwellig sein. Das heißt, wenn die Eltern auf YouTube gehen, müssen sie sich nicht anmelden, sie müssen sich kein Konto anlegen und so weiter und so fort, sondern die können es eigentlich direkt anschauen. Okay, so gehen wir hier mal weiter. Ein Kommentar von Sabine. Ich habe ein paar Mal beobachtet, dass Kinder unter 3 verunsichert sind, wenn sie Familienmitglieder per Bildschirm sehen, Skype oder ähnliches. Wir haben uns daher entschlossen, nur noch zu telefonieren. Kennt sich jemand damit aus oder hat ähnliche Beobachtungen gemacht? Ja, da kann ich ganz einfach was zu sagen. Es ist auch eine Gewohnheitsgeschichte. Wenn ich meiner Tochter, und wir sind auch, also wir sind da sehr eingeschränkt zu Hause, auch was das Mediale angeht, um das mal vorneweg zu sagen, sondern gehen eher lieber raus. Aber die kennen die Techniken. Die macht lieber eine FaceTime-Sitzung per Videochat mit der Oma, die nebenan wohnt, und kann mit dem normalen Telefon eben nichts anfangen. Natürlich ist es erstmal was Befremdliches, wenn Kinder so etwas zum ersten Mal haben. Aber auch hier, das ist aber bei fast allem. Also ich denke, egal was neu ist, ist erstmal befremdlich. Die Kinder können das nicht real anfassen, deswegen ist aber auch die Sache zu sagen, es ersetzt ja keinen realen Kontakt, aber es stellt eine Möglichkeit dar, eben Kontakt zu halten. Okay, danke schön. Eine Frage von der Iris. Dürfen Lieder, Bücher und so weiter einfach veröffentlicht werden? Und daran schließe ich an, weil rechtlich ist natürlich auch noch ein Thema, wie sieht es mit Datenschutz bzw. Urheberrecht aus, wenn zum Beispiel im Morgenkreis eine Geschichte von XY vorgelesen wird? Wird der Autor aufgeführt und wenn ja, wie? Genau, ist ein bisschen schwierig. Rein rechtlich muss man da natürlich immer schauen, was hat man da? Ist es frei, ist es nicht frei? Also ich kürze es einfach ein Stück ab, auch aufgrund der Zeit. Am besten einfach auch mal anfragen, Verlag anfragen. Bei YouTube zum Beispiel ist es, wenn die Lieder veröffentlichen, sagen wir, die einfachste Hürde ist, überhaupt etwas hochzuladen, weil YouTube die Algorithmen das auch sehr schnell rausfiltern. Ansonsten muss man da auch ein bisschen hingucken und am besten nochmal nachfragen. So, jetzt kommt noch die Antwort von der Sabine zu Kirsten. Ja klar, wenn ihr die Geschichte von A bis Z vorliest, ist das urheberrechtlich nur mit freien Geschichten erlaubt, also beziehungsweise wenn diese Geschichten urheberrechtlich geschützt sind, da muss man natürlich mal gucken, wie der Martin gesagt hat, jedes Werk steht ja unter ein Urheberrecht und die Lizenz besagt ja, in welcher Form was, wie und wo weitergegeben werden darf. Es gibt auch Lizenzen, die sagen, da darf man alles machen und es gibt Lizenzen, da heißt es eben nur mit Zustimmung des Autors oder eben bestimmten Abgaben. Genau, und wir als Pädagogen können ja auch kreativ neue Sachen entdecken, also und neue Geschichten selbst erstellen. So, dann eine Frage von der Lena. Wie erreichen Sie Kinder und deren Eltern unter circa 20 Monaten?
Also Client-Kinder. Habt ihr da auch? Im Prinzip ist das eine ähnliche Geschichte. Also auch die könnten das machen. Wir haben jetzt gar nicht so viele Kinder unter 2 Jahren, aber auch die nehmen eben an unserem Angebot mit teil. Und auch hier haben wir von den Eltern eine sehr gute Rückmeldung, dass die Kinder auch vom Bildschirm eben mit dem Finger zeigen, dass die versuchen, den Kontakt dann auch digital, physisch eben versuchen herzustellen. Deswegen, also ich bin keiner, der sagt, wir verherrlichen jetzt die digitale Welt, sondern es ist ein Werkzeug und hier kommen wir eben auch an unsere Grenzen. Ja. Es bietet aber die Möglichkeit, den Kindern zu zeigen, schau mal, die Leute kennt ihr doch. Ja. So, dann kommt noch eine Frage von Davina. Gebt ihr noch Tipps, über welche Plattformen man nutzen kann, außer YouTube und Zoom? Etwas sichere Formen, wobei ich diesen zweiten Nachsatz nicht verstehe mit sicher und Zoom, aber das können wir gerne auch nochmal anders bereden. Genau, also ich denke, also ich kürze das ein Stück weit ab. Da geht es um das Datenschutzthema. Es ist kein Datenschutz-Webinar. Man kann vieles festlegen, kann vieles mit Passwörtern sichern. Es wird natürlich jetzt ganz, ganz viel auch durch soziale Medien getrieben. Das muss man auch so ein Stück weit sagen. Es gibt natürlich ganz viele tolle Alternativen. Also Jitsi Me zum Beispiel ist eine tolle Alternative, die auch wunderbar funktioniert. Da kann man sich einfach belesen. Also da gibt es einiges, was sicher gut funktioniert. Wir haben uns jetzt eben auf diese Plattform beschränkt. Wobei YouTube auch recht anwenderfreundlich funktioniert. Ihr habt ja da bestimmte Einstellungen bei YouTube. Du sagtest vorhin auch so mit Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit. Was habt ihr da konkret gemacht? Genau, man kann bei YouTube eben einstellen, dass es zum ersten ein Kinderkanal ist. Das schränkt dann die Werbung ein Stück weit ein. Und das andere ist, man kann die Videos eben listen oder nicht gelistet einstellen. Das heißt, dass sie eben öffentlich einsehbar sind oder eben nur für die Personen, die einen Link zu diesem Video bekommen, dann über diesen Link das Video sehen können. Okay. So, jetzt haben wir noch die Frage, genau, die Sabine empfiehlt jetzt auch noch mal Jitsi. Und Kirsten fragt nochmal, darf man eure Videos an die Eltern weiterleiten? Dass sie im Prinzip sie jetzt unsere Videos weiterleitet. Also was sie machen darf, ist natürlich den YouTube-Link zu unserem Kanal auch an Eltern weiterleiten, natürlich. Also wenn sie jetzt möchte, darf sie das gerne ihren Eltern auch mal zeigen. Ja, gerne. Wenn es auf YouTube drauf ist, darf es natürlich auch gemäß den Bestimmungen von YouTube verwendet werden. Es soll ja im Prinzip dazu dienen, Inspiration zu geben, zu sagen, okay, wir könnten auch vielleicht so etwas machen, wir können uns sowas vorstellen. Und ich habe mit vielen anderen schon gesprochen, aus vielen Kitas, die auch gesagt haben, wir würden auch gerne mal so irgendetwas machen und sich daran getraut haben und hier auch wirklich gute Erfahrungen jetzt gemacht haben. Gut. Der Jörg hat gerade in dem Chat noch einen Link gepostet. Danke, Jörg. Zum Thema spannende Tools oder Kollaborationstools für Konferenzen und kollaboratives Arbeiten. Werde den Link natürlich nachher auch in die Aufzeichnung mit übernehmen und dann gleich auch noch bei Facebook posten. Das ist die Frage, wenn ihr jetzt so viele Videos erstellt, wie sieht denn das konkret bei euch aus? Seid ihr ein Team lauter innovativer Medienpädagogen mit einer gesponserten High-End-Ausstattung oder wie kann ich mir euer Arbeitssetting vorstellen? Und vor allen Dingen, wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eurer Kita das Konzept aufgenommen? Das Konzept an sich war relativ schnell da. Dadurch, dass wir das ja schon jahrelang auch betreiben, hat jede von meinen Kollegen einen guten Zugang zu dem Thema, also technisch sowie auch von der Idee. Das andere ist, da muss man natürlich auch dazu sagen, wir sind technisch sehr gut ausgestattet. Wir haben da wirklich gute Möglichkeiten, die wir uns hier geleistet haben. Das andere ist, um es ein Stück weit abzukürzen, es kann jeder machen. Also es ist, also jetzt gerade so
ganz einfache YouTube-Videos, wie wir spielen Verstecken oder ich gehe mit euch spazieren, wir zeigen euch mal den Therapiehund, wir winken euch mal zu. Das kann im Prinzip jeder mit seinem Smartphone machen. So ganz einfache Geschichten. Auch das Bearbeiten geht mit im Prinzip, egal welche Marke man am Ende hat, mit der ganz einfachen Fotobearbeitungs-App, die auf jedem Smartphone drauf ist. Von daher ist es kein Hexenwerk, was ein Foto zu machen, einen Film zu machen und das zu bearbeiten bzw. auch dann einzustellen. Selbst die Verwaltung über YouTube zum Beispiel wäre auf einem Smartphone möglich oder auch über einen Live-Morgenkreis über egal welche Plattform, ist sogar über ein Smartphone möglich. Ein bisschen fummelig, aber das funktioniert auch. Von daher ist es eher weniger die Frage, welche konkrete Technik oder wie super sie mir ausgestattet, sondern möchte ich mich dafür entscheiden, irgendwie so den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten oder irgendwie zumindest mal zu beginnen. Es ist meine innere Haltung zu sagen, okay, das gehört eben auch zur Lebenswelt der Kinder und zu meinem pädagogischen Auftrag oder eben nicht. Und wenn es dazugehört, dann kann man da wunderbar tolle Lösungen finden. Und ich glaube, da sind wir gerade im Kita-Bereich oder auch in der Förderschule sehr kreativ unterwegs, was die Ideen angeht. Das sehe ich genauso. Jetzt kommt gerade noch eine Frage rein von der Petra. Was haben Sie für einen Träger? Eigene Smartphones sind bei uns nicht erlaubt. Und wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Okay, zwei Sachen. Bei uns im Kita-Alltag sind natürlich auch die eigenen Smartphones sind tabu. Die gehören da nicht in die Kita rein. Hier haben wir eben jetzt eine Situation, die wir so noch nie hatten. Und das, was wir hier haben, ist natürlich eine gute technische Ausstattung mit unseren Sachen. Das eigene Smartphone kann hier natürlich, ich sag mal, für die Erstellung von Videos herangezogen werden, wenn die auf diese Videos kommen, auch ihr eigenes Verständnis geben. Wenn dann keiner drauf ist und ihr macht einfach nur einen Rundgang über das Außengelände, ist das ja auch recht datenschutztechnisch gut machbar. Ansonsten gibt es für alles Möglichkeiten, sich Formulare zu erstellen, Einverständnis zu geben. Okay. Und in Bezug auf Datenschutz oder auch den rechtlichen Absicherung, habt ihr im Vorfeld mit den Eltern irgendwie was vereinbaren müssen, dass ihr im Prinzip, ich mache jetzt mal Videokonferenz mit Kindern macht oder auch Angebote? Genau, also es muss den Eltern halt bewusst sein, dass wir eben sowas machen und die Eltern sich eben bewusst dafür entscheiden. Von daher wissen die Eltern auch, okay, wenn wir uns da eben für entscheiden, dann könnte es, wir spitzen ein bisschen schon sein, dass irgendein amerikanischer Geheimdienst das vielleicht abgreift. Aber die Gefahr besteht so oder so. So, die Sabine Eder, die stellt jetzt hier auch gerade noch mal einen Link rein vom Verein Blickwechsel. Und zwar einige Tipps zur Mediennutzung in Zeiten von Corona. Poste ich natürlich in die Videobeschreibung und jetzt gerade auch noch in den Facebook-Chat rein. Genau, also es gibt ganz viele tolle Angebote, auch jetzt abseits von uns, da kann man ruhig einfach ein bisschen reinschauen. Das Ganze lebt ja auch von einem Austausch, von einem Netzwerk, dass man sich gegenseitig hilft, unterstützt, Ideen sammelt, Ideen weitergibt. Dafür muss man wirklich einfach ein bisschen suchen, aber dafür muss man sich auch unterstützen und sagen, okay, wir entwickeln eine Haltung für die Kinder in dieser Zeit eben. Genau, also das heißt, geht einfach auch darum, jetzt einfach die Situation zu nutzen, um mal zu experimentieren, was Neues auszuprobieren, mit Eltern im Gespräch zu bleiben und alles nur kein Stillstand. Was gibst du Menschen mit auf den Weg, die jetzt vielleicht so ein bisschen angetriggert sind und vielleicht auch jetzt irgendwie etwas Digitales machen wollen, um ja Kontakt zu den Kindern wiederherzustellen, aufrechtzuerhalten? Was sind dann so tolle Tipps, die man mit auf den Weg geben kann? Also ich sage mal, der wichtigste Tipp ist einfach Mut zu haben, aus den alten Pfaden ein Stück weit rauszukommen. Wir schreiben auch noch einen Brief an die Kinder. Das fällt überhaupt nicht weg. Aber wirklich diesen Mut zu haben, die Kinder anders nochmal persönlicher und auch emotionaler zu erreichen. Und die Erfahrung,
die ich jetzt habe mit vielen anderen Kitas und mit anderen Pädagogen, die gesagt haben, okay, wir probieren es mal aus, dass die rückmelden, das ist so toll gewesen, dass wir die einfach mal live gesehen haben, dass wir irgendwie den Kontakt hatten. Und wenn wir ein Video gemacht haben, dass die Kinder uns dann einen Brief geschrieben haben oder eine E-Mail von den Eltern kam, das rechtfertigt den ganzen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, okay, wir probieren einfach mal was Neues aus. Das würde ich gerne mitgeben, um eben dann auch für uns eine positive Beziehung nochmal zu den Eltern und zu den Kindern zu gewinnen. Gut, in Ordnung. Danke dir, Martin, erstmal für diesen Überblick. Die Fragen aus dem Chat oder aus den Chats, den dreien, sind jetzt soweit abgearbeitet. Ich würde jetzt gerne einfach nochmal bisschen die Gesprächsmöglichkeit geben. Jeder hat die Möglichkeit, sein oder ihr Mikrofon freizuschalten, Webcam freizuschalten und vielleicht auch selber mal eine Frage an den Referenten zu stellen, würde ich jetzt einfach mal den Raum dafür bieten. Hat jemand denn eine Rückmeldung oder Frage? Falls nicht, kann ich noch was erzählen. Genau. Ja, wir gucken gerade mal, ob es vielleicht daran liegt, das Mikrofon freizuschalten. Die Stummschaltung ist unten links in der Zoom-Software. Ansonsten das an. Ah, da ist die Sabine. Habe ich gerade gesehen. Oder wo? Martin, ja, hallo. Ja. Hallo Sabine. Sagen, ich glaube, ich bin aus Versehen aufs Mikro gekommen, aber dann nutze ich mal die Gelegenheit. Erstmal schönen Dank für deine Ausführung. Ja, es ist ja immer noch geschlossen. Wie erreicht ihr denn die Eltern? Habt ihr auch so eine Kita-App? Also nutzt ihr schon solche Kita-Apps, die im Moment auch schon, wo manche Träger ausprobieren? Also wir benutzen keine richtige Kita-App. Der Kontakt läuft noch per E-Mail im Prinzip. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es gab noch nicht die eierlegende Wollmilchsau, die ich gerne hätte. Das ist so, da ist vielleicht auch mein Anspruch noch zu hoch. Also es gibt super Apps für Verwaltung. Es gibt super Apps für die Geschichten, die wir jetzt machen, um im Prinzip Einblick in die Kita zu geben. Aber da bin ich eben noch so ein Stück weit nicht zufrieden, um im Prinzip dann viel Geld für auszugeben. Ja, ist auch ein bisschen eine Datenschutzproblematik, aber ich dachte, es gibt verschiedene Anbieter. Einige. Das fand ich ganz spannend und da versuchen wir. Ja, es gibt tolle Sachen. Ja, also es gibt tolle Sachen, die bestimmt auch individuell passen. Das muss ja jeder für sich schauen. Es ist auch eine Trägergeschichte, was habe ich für einen Träger, was bietet der eben an, was kauft er, was findet er gut, bin ich bei einem großen Träger, bin ich nur wie bei uns eine Ortsgemeinde, wo der Bürgermeister Träger ist und sagt, okay, da müssen wir nochmal hinschauen, ist es ein großer Verbund und es muss halt eben auch passen, also das ja, muss jeder für sich selbst eben schauen, aber auch hier gibt es tolle Angebote, die sowas dann bereitstellen können. Aber auch hier muss man eben immer ein Stück weit aufpassen, da möchten eben viele auch jetzt was verdienen und was verkaufen. Ja. Okay, dann danke schon mal für die Rückmeldung. Noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Dann sagtest du, Martin, du hättest noch was. Genau, ich würde noch gerne anmerken, was wir auch gemacht haben, ist nicht nur für die Kinder Videos erstellen, sondern wir haben ganz, ganz praktische Geschichten gemacht, um eben den Eltern ein Stück weit Entspannung mitzugeben für zu Hause. Ich kenne es von mir im Moment persönlich auch. Wir haben ganz viele tolle Ideen im normalen Alltag, was wir mit den Kindern machen können, aber dann, wenn es ein bisschen stressig ist zu Hause, fallen uns die eventuell auch nicht so ein. Und da sind wir eben hingegangen und haben gesagt, wir geben den Eltern Sachen mit an die Hand, um sie zu unterstützen in dem Alltag. Und das sind ganz einfache Geschichten, wie backe ich einen Kuchen zum Beispiel mit ganz wenigen Handgriffen und ohne Eier. Also ich habe auch einen Kuchen dann nach dem Rezept gebacken und das hat funktioniert, von daher kann man das getrost benutzen. Und so ist eben die Idee entstanden,
den Eltern eine Unterstützung mit an die Hand zu geben. Ja, nehmt ein Stück Kreide oder einen Stein und geht auf die Straße und malt euch Hüpfhäuschen auf. Auch da hat eine Familie ein Video für uns gemacht, das wir eingestellt haben. Das ist eine super Geschichte. Also auch hier geht es nicht nur darum, die Kinder zu erreichen, sondern auch die Eltern ein Stück weit mit reinzubringen. Und die gehören ja eben auch in unser Sozialraum. Okay. Ich hätte noch eine Frage. Hören Sie mich? Ja, wunderbar. Also erstmal vielen Dank für den ganzen Input. Ich würde gerne wissen, gibt es auch Bedenken? Also meine Kinder, das ist eine private Frage eher, ne? Ich bin hier im beruflichen Zusammenhang, aber meine Kinder sind in der Elterninitiative und da gibt es schon auch Bedenken, dass es durch eine Amerikanisierung, sage ich jetzt mal, sowas wie ein Überwachungsmoment irgendwie auch darstellen kann, wenn ich die Kita digitalisiere, wird nicht irgendwann auch in einem Bereich, wo Eltern vom Arbeitsplatz aus gucken können, wie gut sind ihre Kinder betreut. Also das ist gerade eine Diskussion, vor allem bei Eltern, die in der Wirtschaft arbeiten. Ja, das spielt eben in das rein, was ich eben zu der App gesagt habe, bei der Sabine. Es gibt verschiedene Anbieter, die verschiedene Sachen schon anbieten. Ich bin hier auch kein Freund von. Also wir werden hier bei uns in der Kita keine Überwachungskamera aufhängen und keine Live-Portfolios für die Eltern gestalten, sondern wir sind immer noch eine Kindertagesstätte. Wir sind ja keine Überwachungseinrichtung. Da denke ich, sollte man auch einfach dabei bleiben und sagen, okay, digitale Bildung heißt für mich nicht, dass die Kinder ständig überwacht werden, dass sie alles online und digital erledigen müssen, sondern dass sie den Umgang mit diesen Medien eben kennenlernen, dass sie wissen, das gibt es, dass sie aber auch gleichzeitig wissen, okay, wenn da ein Bild von mir auf diesem Bildschirm ist, was passiert denn jetzt damit? Und selbst wenn es an Mama oder Papa geht, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und das ist ein Punkt, der eben auch für mich in digitale Bildung reingeht und ganz, ganz stark reingeht. Und da spielt der Nutzen keine Rolle oder spielt diese Überwachung keine Rolle. Also ich bin kein Freund von der Überwachung. Da würde ich auch an Ihrer Stelle sagen, nein, das mache ich nicht. Okay. Und wir überwachen übrigens auch nicht, wer alles am Morgenkreis teilnimmt. Also meine Tochter zum Beispiel nimmt auch immer nur sporadisch teil, weil sie lieber draußen spielt, wenn die Sonne scheint. Und dann möchte sie doch wieder und dann ist sie vorbei, dann am nächsten Tag. Also da wirklich ein gesundes Maß einfach reinbringen und keine Überwachung draus machen, sondern eher im umgekehrten Schluss, so wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, Prävention beibringen und das Ganze als Werkzeug sehen. Ja, auch wir als Pädagogen sind uns da alle ziemlich sicher, wie es ideal laufen kann, aber trotzdem ist es eine Gratwanderung. Ne? Ja, es ist natürlich eine Gratwanderung, aber das haben wir ja bei vielen Geschichten. Also ob ich jetzt einen Ausflug draußen in die Weinberge mache bei uns oder was auch immer, ein Angebot in der Turnhalle ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Klar, man muss aber so ein bisschen aufpassen, aber ich würde keine Überwachung draus machen, auch keine Überwachungs-App hier installieren, auch wenn es die schon gibt. Gut. So, von der Claudia kommt noch eine Rückmeldung. Unsere Kita benutzt eine digitale Pinnwand, also Padlet, auf dem sich die Kinder ihre Bilder basteln, gegenseitig zeigen. Es werden kleinere Aufgaben gestellt, baut eine Bude und zeigt sie uns, die motivieren, wird gut genutzt. Und auch hier kann man ja bei Padlet die Datenschutzeinstellung so stellen, dass eben nur, dass sie nicht öffentlich sind, über einen benutzerdefinierten Link dann auch abrufbar. Genau. Genau, also es ist vieles einfach machbar, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt. Genau, für diejenigen, die Padlet nicht sind, das ist dieser Dienst, mit dem wir jetzt auch nebenbei diese Fragenrunde hier auch noch machen. Also ein sehr toller Dienst einfach. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne, Petra. Ja, erst einmal auch mal danke von mir. Interessante Diskussion auch. Mich würde mal noch interessieren, Martin, ob ihr damit auch Elterngespräche jetzt in der Corona-Zeit führt, also live sozusagen, face-to-face? Interessante Frage. Nein, haben wir noch nicht gemacht, wäre aber denkbar. Also fände ich eine ganz super Geschichte. Ich denke, wir machen auch Anrufe momentan und wenn es aber wirklich, ich meine, die Tipps und wie geht's euch, ist ja gut, ja, das ist auch wichtig, der Kontakt, aber wenn man eben spürt,
ist Stress daheim. Ja. Das kann man von Gesicht zu Gesicht, denke ich, wenigstens digital besser nachempfinden als nur übers Telefon. Genau, im Prinzip ist das die Eingangsfrage, hast du wunderbar beantwortet. Wir können digital zumindest die Mimik sehen und können dann sagen, okay, ich kann hier noch ein bisschen mehr pädagogisch und fachmännisch auch interpretieren, als wenn ich die Leute nur am Telefon habe. Das ist eine andere Geschichte nochmal als nur Telefon. Bei schwierigen Situationen, genau. Die uns mehr Sorgen machen noch als die Beschäftigung. Also wo wir wissen, Familien haben daheim wirklich ohne Ende Stress und bis, was weiß ich, was daraus entsteht, ne? Gewalt. Ja. Und da haben wir eben die technischen Möglichkeiten zu sagen, okay, wenn uns das hilft, warum benutzen wir es dann eben nicht? Ja, also ich denke, da muss eben die Haltung bei uns Pädagogen sich ein Stück weit entwickeln, zu sagen, wenn das doch uns hilft, wenn wir diese Möglichkeiten noch haben, dann lasst sie uns doch einfach auch nutzen. Und die Bedenken, die sind eh immer da, aber die kann man weitestgehend ja auch ausräumen. Es geht meistens nur darum, dass wir uns innerlich ein Stück weit auch mitentwickeln und sagen, okay, das ist eben die Lebenswelt. Ja, und wenn Möglichkeiten da sind, nutzen. So, Sabine hebt die digitale Zoom-Hand. Ist noch eine aktuelle Meldung? Nicht ganz. Also da ging es darum, wenn wir natürlich mit Eltern solche Veranstaltungen machen, so wie wir das hier auch machen, muss es natürlich so Regeln geben in so Videokonferenzen, dass man eben keine Fotos macht, dass man nichts aufzeichnet, dass man ja, dass man nicht das Gefühl hat, da, also dass man sowas einfach weiß. Und da sind wir, glaube ich, alle, müssen alle noch lernen, wie man sich da verhält. Aber es bezog sich eigentlich auf das, was vorher die, ich finde sie jetzt nicht, die fragte was rund um was Privates irgendwie. Also verkaufen wir uns eigentlich an große amerikanische Konzerne. Und wenn man darüber nachdenkt, was Medienkompetenz oder Medienbildung will, dann geht es dann nicht nur darum, jetzt ein Padlet zu erstellen, einen Trickfilm zu erstellen oder eine Videokonferenz zu bedienen, sondern es geht ja darüber hinaus auch darum, beurteilungsfähig zu sein, also Dinge auch kritisch zu hinterfragen, nicht allen Dingen Tor und Tür zu öffnen. Jetzt vielleicht in so einer Pandemiezeit ist hier in Niedersachsen so gewesen, dass der Minister sogar sagte, von mir aus dürft ihr sogar WhatsApp in der Schule nutzen. Da sollte man wirklich auch drüber nachdenken, ob man da nicht ein besseres Tool wie Streamer, Telegram oder so nehmen kann. Ich glaube, da sollten wir genauso gucken, dass man vielleicht in so besonderen Zeiten fünfe gerade sein lässt und sagt, jetzt machen wir es mal, aber genauso mutig ist, später sagt, wir benutzen jetzt doch mal ein anderes Tool. Also Medienbildung ist eben das kreative Arbeiten, aber auch das kritische, nicht mehr beurteilungsfähige Arbeiten. Aber ich glaube, das kam bei Herrn Mucher ja auch ganz deutlich raus, dass es eben auch darum geht. Vielleicht hilft das so als Einschätzung nochmal. Ja, vielen Dank. Also das ist auch so ein Punkt, der mir jetzt gerade durch den Kopf geht, auch zum Thema Sicherheit und Datenschutz. Es wurde ja vorhin schon gesagt, Zoom und Datenschutz. Ich will jetzt auch gar nicht inhaltlich darauf eingehen, aber ich poste in den Chat auch gerne mal einen Link. Und zwar ist das eine Stellungnahme der E-Learning-Strategiegruppe der Österreichischen Pädagogischen Hochschulen zu dieser ganzen Zoom-Diskussion und dem Verbot und einfach auch dem Hinweis, dass im Bereich Bildung, Erziehung und Lehre vielleicht auch nochmal andere Anforderungen an eine Software gestellt werden sollte als Datenschutz, das zwar wichtig ist, aber es noch mehr im Leben an Anforderungsprofilen auch gibt, ist einfach interessant zu lesen. In Ordnung, wir nähern uns jetzt langsam der 16-Uhr-Grenze. Wenn es jetzt noch aktuelle Fragen gibt, würde ich jetzt noch den letzten Raum für geben. Von der Anna kommt noch ein Kommentar. Wir in unserer Kita in Heusenstamm versuchen über verschiedenste Wege mit den Kindern und Familien in Kontakt zu bleiben. Wir machen Angebote, die per Mail zugesendet werden. Es gibt einen privaten YouTube-Kanal für unsere Familien und ein Padlet wird gerade erstellt. Heute haben wir zum Beispiel die Familien vor die Haustür besucht, mit den Kindern
Tässchen mit Utensilien gebracht, um auch mal wieder persönlich in Kontakt treten zu können. Alle haben sich riesig gefreut, um mal wieder richtig zu sehen. Wir haben die Kinder befragt, was sie gerne auf unserem YouTube-Kanal mit von uns sehen wollen. Also, wie du ja auch schon sagst, das bestätigt ja auch deine Arbeit, deine Aussage, so diese Kombination einfach analog und digital. Gut, bevor es jetzt gleich so die letzten Fragen geht und die ersten dann jetzt auch abspringen, würde ich gerne auch nochmal einladen, bevor ihr und sie jetzt gleich geht, uns noch ein kleines Feedback zu hinterlassen. Und zwar schreibe ich im Chat noch einen Link, erwachsenenbildung-ekhn.blog/feedback. Auf dem Blog wird es auch sehr wahrscheinlich ab morgen dann schon die Aufzeichnung von diesem Talk geben, wenn sie dann das Video oder den Link dann auch nochmal weitergeben wollen. Und von daher würde ich jetzt einfach nochmal zur letzten Runde läuten, wenn noch Rückfragen da sind. Oh, Sabine schlägt hier noch Vimeo als alternative Plattform vor. Genau. Man kann auch die Nextcloud sehr gut für Videos auch nutzen. Da ist ein eigener Webplayer mit drin. Ich bin ja bekennender Nextcloud-Freund und in unserer Mediathek haben wir auch nochmal ein Video dazu. Und das funktioniert auch sehr gut, datenschutzrechtlich total konform, wenn man sowas selber hosten kann. Gut, keine Fragen mehr. Dann würde ich dir, Martin, jetzt einfach nochmal das Schlussplädoyer überlassen. Schlussplädoyer habe ich vorhin ja mittendrin schon gehalten. Ich finde, wir sollten in dieser Zeit einfach mutig sein, Sachen ausprobieren und dran denken, es geht um die Kinder, um die zu erreichen und um denen eben diese Zeit nicht ganz so unsicher zu gestalten. Ich glaube, das sollte uns wirklich am Herzen liegen und dort zumindest versuchen, alles auszuschöpfen, was irgendwie möglich ist, um dann am Ende nicht sagen zu können, okay, hätten wir mal was gemacht und hätten wir es mal getan. Denn ich denke, wenn wir wenigstens ein paar erreichen, dann haben wir mehr geschafft, als wenn wir eben nichts getan hätten. Und ich denke, das sollte und muss einfach unser pädagogischer Auftrag sein. Ob dann alles perfekt läuft, ob dann die Videos High-End-Qualität sind oder nicht, ist völlig egal. Es geht darum, irgendwie die Kinder zu erreichen, weil die sind diejenigen, die es nicht verstehen, die es nicht irgendwie kapieren, warum kann ich jetzt nicht in die Kita gehen. Das schaffen meine Schulkinder schon ganz schwierig. Ja? Und das muss uns doch ein Anliegen sein. Und ich denke, wenn wir das hinkriegen, diese Haltung zu ändern und dann eben das Digitale nicht mehr ganz so böse sehen, sondern als Hilfsmittel sehen, dann haben wir was geschafft und dann haben wir auch professionell gearbeitet. Super, vielen Dank. Also ich bedanke mich bei dir, Martin, für deinen tollen Input und hoffe, dass für jeden noch was mit dabei gewesen ist. Erinnere noch einmal an unsere Feedback-Runde, die natürlich auch für Martin und seine Arbeit auch interessant sein wird. Und ansonsten mache ich doch aufmerksam, nächste Woche das Webinar zum Thema Webinare gestalten mit Zoom und Co. ist leider schon völlig überbucht. Wir mussten die Anmeldung leider schließen, bieten aber am 12. Mai nochmal eine weitere Veranstaltung zu dem Thema an und unter erwachsenenbildung-ekhn.blog sind auch alle Termine und Anmeldemöglichkeiten zu finden. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Diskutieren und fürs Mitreden und wünsche euch und Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.